Moin, willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop für automobiles Zubehör, speziell Renault Dacia, hier in Kaltenkirchen bei der Lüdemann und Zankl AG. Das sieht man ja da oben in der Ecke. Ich bin heute mal draußen, weil bis 12 Grad kann man ja noch ordentlich arbeiten. Das heißt, wir haben gerade 12 Grad. Puh, mir persönlich ein bisschen zu kühl, aber geht wohl irgendwie. Naja. Worum geht's heute? Der Titel des Videos sagt es eigentlich. Dacia Docker. Ich will immer Jogger sagen. Nein, das ist Dacia Docker. Das heißt, der ist schon ein bisschen älter. Aber für den gibt es was brandneues. Für den Logi natürlich auch. Aber hier beim Docker mal gezeigt. Und zwar Standlicht ist in LED. Das ist eine W5W umgangssprachlich. Und Abblendlicht ist H4 und Fernlicht ist auch H4, weil das Leuchtmittel H4, Sockel H4, ist eine Doppelfadenglühlampe sozusagen. Die kann beides, also Abblendlicht und Fernlicht, beides in LED und beides auch noch legal zulässig zum Nachrüsten. Ich habe sie trotzdem nicht im Shop. Warum habe ich sie nicht im Shop? Das ist echt nicht leicht, das Ganze nachzurüsten hier. Das ist ziemlich tricky. Da ist so eine Gummimanschette, da muss man das Leuchtmittel zerlegen. Der Sockel ist aus Kunststoff. Naja, also nicht ganz so einfach. Und das sollte man lieber eine Fachwerkstatt machen lassen. Auch in dem Zuge, dass das Ganze vernünftig überprüft wird, dass man einen Prüfnachweis hat, dass es vernünftig eingebaut wurde. Denn nicht jeder weiß, dass das hier legal ist, weil die meisten haben es zugegebenermaßen immer illegal nachgerüstet. Davon kann ich nur abraten, weil dann verliert man seine Betriebserlaubnis. Kann böse enden. Und hier ist es legal. Und ich bringe euch mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr das vielleicht mal besser sehen. Denn die Dialogannahme hier, wie gesagt, ist alles zu. Und deswegen sind wir mal nach draußen ausgewichen. So, dann stelle ich euch hier mal dichter ran. Machen wir es mal ein bisschen größer. Drehen mal ein bisschen. So. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Der Scheinwerfer ist ziemlich clean. Sagen wir es mal so, es sieht alles nach Chrom aus, ne? Die Leuchtmittel sind eben halt auch in Silber bzw. Weiß. Und selbst das Leuchtmittel vom Blinker ist auch chrombedampft. Nennt sich Diadem, haben wir auch im Shop. Kann ich euch ja gerne mal zeigen. Blinkt trotzdem gelb. Sieht man ja. Sieht nur, wenn es aus ist. Ja, sieht halt clean aus. So, dann haben wir hier als Standlicht die W5W. Als Abblendlicht die H4, Fernlicht natürlich auch, wieder aus, so und so. Nein, das Tagfahrlicht bleibt leider Gottes analog, so wie es hier aussieht. Das gibt es nicht in LED, leider nicht. Da ist der Wunsch, der Vater des Gedanken, ist so wie es ist. Aber das Wichtigste eben halt H4, das heißt Abblendlicht und Fernlicht in LED-Technik, richtig klasse. Okay, wieder zurück. Wieder nach oben. Wieder gerade. Wieder reinzoomen. Na? So. Richtig einstellen, sieht man den Namen auch wieder. Wer macht sowas? Wir hier in Kaltenkirchen. Und zwar in der Form, zeige ich euch auch gerne. Mit einem Prüfprotokoll, Lampenprüfprotokoll. Damit kann man nachweisen, dass das vernünftig und ordentlich in den Scheinwerfer eingebaut wurde. Dann gibt es eine ABG für die H4 LED-Leuchtmittel. Und dann haben wir nochmal die ABG
für die W5W LED. Komplett legal, was willst du mehr? Ist doch super. Hast ein älteres Modell und hochmoderne Leuchtmittel drin sitzen, die noch nicht bei allen zulässig sind und hoffentlich bei anderen Modellen noch kommen. Das geht wiederum an Philips und an Osram. Es gibt sie ja von beiden Firmen. Renault Zoe Phase 1 wäre gar nicht schlecht. Ich zeige euch mal die Verpackung. Und zwar, das ist diese hier von Philips für die H4 Leuchtmittel und diese für die W5W. Und die hier, wie gesagt, ist ein bisschen tricky, die selber einzubauen. Deswegen habe ich sie nicht im Online-Shop. Vielleicht tue ich sie noch rein. Okay, ich hoffe wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage auch wie immer, bis denn dann.